Brautpaar, das ich letztes Jahr fotografisch begleitet habe. Und ich dachte, ich könnte ja Brautpaare mal fragen, wie ihre Hochzeit war, wie sie ihre Planung gestaltet haben und vor allem, wie dann ihre Hochzeit abgelaufen ist. Also nicht abgelaufen wie schlecht, sondern Ablaufdatum, sondern wie gut die Hochzeit dann am Ende war, ob es so war, wie sie sich vorgestellt haben oder ob sie was anders machen würden. Ja, würdet ihr was anders machen? War die Hochzeit so, wie ihr euch das vorgestellt habt nach dem Antrag? Oder? Also ich würde persönlich sagen, es war eine Traumhochzeit. Doch, würde ich schon sagen. Also rundum gibt es nichts zu meckern. Ich würde mich anschließen. Also schützt jetzt den Geld. Genau. Ja, ich kann es ja selber nur bestätigen. Ich war halt dabei. Denke aber auch, dass du kein Brautpaar finden wirst, dass sie vor der Kamera zugibt, dass ihre Hochzeit nicht gut war oder dass sie was verändern würden. Ich glaube, die Blöße gibt sich niemand. Aber, ja, so diese Kleinigkeiten aber vielleicht. Wenn man es einmal gegenüberstellt, was man uns vorgestellt hat, was man geplant hatte und wie es dann wirklich war, würde ich sagen, haben wir eigentlich genau das umgesetzt und das erreicht, was wir uns vorgestellt haben, und das stellt uns zufrieden, möglichst neutral auszutreten. Naja, ich muss sagen, die Trauung vor allem, die war echt emotional, die war so schön. Das war echt eine tolle Hochzeit, also kann ich eigentlich auch nur zustimmen. Ich war ja dabei. So. Gab es bei euch Hochzeitsspiele? Habt ihr da irgendwie vorab was gewusst? Habt ihr was geplant oder gab es da gar nichts? Gab es Programmpunkte? Wie war das bei euch? Wir hatten das ein bisschen auf die Trauzeugen verteilt. Abgewälzt. Delegiert. Ach so, ja. besseres Verb. War konkret so, dass meine tolle Schwester Caroline, die ja auch sehr viele musikalische Beiträge zugesteuert hat, hat sich bereit erklärt, das in die Hand zu nehmen. Ich sag mal so, die Planung, die Koordination und auch die Abfrage, quasi, wer hat denn was vor, dass wir da quasi ein bisschen außer vor sind, das auch gar nicht so mitbekommen. Von dem her hat man dann die glückliche Situation, dass das Feedback von meiner Schwester Caroline eigentlich nur dahingehend ging, wie sieht denn euer Zeitplan am Fest aus? Ich benötige quasi so und so viel Zeitpuffer, ich habe so und so viele Anmeldungen quasi für Vorträge und Beiträge. Bitte beachtet das ein bisschen, aber was jetzt konkret, wer, wie, was, waren wir außer vor, haben wir eigentlich auch sehr gut genossen, weil es war einfach eine wunderbare, tolle Überraschung und wir wussten definitiv gar nicht, was uns da erwartet. Ja, also es war jetzt auch nicht so, dass wir irgendwelche peinlichen Spiele oder so dabei hatten, also es war alles super, also waren tolle, also eher Beiträge, wo wir bekommen haben, sozusagen. Okay. Spiele in dem Sinn hat man eigentlich keine. Nee. Also wir weder geplant, noch hat sich jetzt jemand, hat jemand quasi eine Art Spiel vorbereitet. Also von da, es waren alles schöne Beiträge, genau. Würde ich sagen. Das fand ich jetzt auch schön. Also es gibt ja Hochzeiten, da wird die Braut entführt oder was weiß ich. Man muss seinen Mann an den Waden erkennen mit verbundenen Augen und so Zeug. Also das muss jetzt nicht unbedingt sein. Also da wäre ich jetzt selber nicht so der Fan davon gewesen. Ja. Von daher, das ist ja dann auch immer so. Ja, das bringt je nachdem manchmal ein bisschen alter, also jetzt nicht unbedingt der Ablauf durcheinander, aber manchmal artet es dann doch ein bisschen aus. Oder so. Von daher war so die Beiträge, die man bekommen haben, war echt toll. Aber so peinliche Spiele oder so, das muss nicht. Nee, hatten wir nicht. Haben wir jetzt aber auch nicht vermisst. Ja, also ich persönlich mag es auch nicht, aber ja. Das ist halt irgendwie doch auch ein bisschen Tradition, das machen trotzdem viele. Mhm. Von daher. Wenn es organisiert wird, steckt man ja nicht unbedingt drin. Ja, klar, dann muss man durch. Tja, Trauspruch lass mal aus, oder? Den übergeben wir jetzt. Kriegst du nicht mehr zusammen. Nein. Das behalte ich für mich. Piep! Wurde ausgegraut. Okay, dann gehen wir zum nächsten Punkt. Generell, was hast du gefühlt oder wie war dein Eindruck, als Anne dann bei deiner Mama aus der Balkon-Terrassentür rausgegangen ist und du dich umgedreht hast? Also es war ja der First Look bei dir.
der erste Gedanke, der bei dir durch den Kopf geschossen ist? Wow, oder irgendwie so? Oh, das ist schwierig, das mal zu fassen. Ich würde es mal so umschreiben, weil der erste Gedanke war, zum Glück heirate ich diese Frau. Na geil. Oh. Aber die Anne sah schon wahnsinnig aus. Sie ist ja auch ohne Braut. Wahnsinnig sein. Schön sah sie aus. Ja. Also, sie war nicht wahnsinnig gut, aber sie sah wahnsinnig genau. Schön aus. Das war ein Hotelverleger. Ist das so froh? Und bei dir? Ja gut, also ich war erstmal mega aufgeregt. Der erste Gedanke war, nicht stolpern, nichts kaputt machen. Ja, da war es ja auch voll eng auf der Terrasse dann mit dem großen Kleid. Also eng nicht, aber mit dem Kleid dann schon. Ja, und dann stand er da. Der Anzug war auch echt klasse. War toll. War schön, dass er blau war. Blauer Anzug, wir haben vorher gar nicht über deinen Anzug gesprochen. Mhm. Nicht schwarz. Nicht schwarz. Wo hast du den her machen lassen oder... Das ging ein bisschen über meine Eltern. Die haben sich da quasi angeboten, das ein bisschen in die Hand zu nehmen. Und ich habe mich da quasi führen lassen. Und dann waren wir quasi bei jemand, den meine Eltern kennen, der Schneider vom Beruf ist, der uns da beraten hat. Und haben dann quasi neben der Beratung quasi auch dann uns von ihm einen Anzug für mich schneidern lassen. Wow, aber der war echt richtig, richtig schön. Muss man wirklich sagen, ausgefallen und da hat er echt perfekt geschnitten. Aber auch sehr zufrieden, würde ich sagen. Ja. Wir haben vorher kurz mal drüber gesprochen, aber vielleicht haben ein paar von euch das Video noch nicht gesehen. Was ging schief bei euch? Das darfst du erzählen. Also, das war ja das mit dem Auto, dass wir unseren Blumenschmuck verloren haben. Weg war er. Genau. Bei gemütlichen 30 km durch den Ort. Ja, wir haben vorher noch drüber gesprochen und gesagt, siehst du überhaupt was mit dem riesen Gesteck vorne auf der Motorhaube? Und dann hat es auch schon blub gemacht. Weg war er. ja, also zu dem Thema, wer ihn festgemacht hat, das hat ihn keiner, glaube ich, festgemacht. ja, aber da haben wir auch Glück gehabt, dass dann ein älterer Herr hat dann gleich die Straße abgesperrt und hat dann gleich geholfen oder versucht zu helfen und ja, wir konnten ihn dann retten. Voll gut. Genau. Da haben wir Glück gehabt, oder Glück im Unglück. Hat es auch recht gut überlebt. Ja. Das war eigentlich das Einzige so. Ja, ansonsten. Gab es ein Highlight? Also irgendein Moment, wo ihr sagt, es war so ein unheimlich berührender Moment oder der schönste Moment oder alles einfach? Also da muss ich auf jeden Fall sagen, das war für mich definitiv der Gesang in der Kirche. Also die Lieder haben einen schon sehr mitgenommen und das war wirklich toll. Also. Kann ich bestätigen, ja. Ich hab eigentlich keinen einzigen, also einzigen Moment, ich hab mehrere. Würde sie jetzt aber ungern nennen wollen, aus dem Grund, weil ich ja dann quasi mit einem anfangen muss, und da sie für mich aber alle gleichwertig sind, möchte ich darauf verzichten. Okay, alles gut. Nee, war echt eine Traumhochzeit. Es ist schwierig zu sagen lassen. Also allein schon das Anziehen bei euch war unheimlich emotionsgeladen, muss man sagen. Einem Raum, der andere versteckt im anderen Raum und war schon schön. Das ging so stark, sage ich mal, los. Und dann war eigentlich der ganze Tag immer ein Stückchen mehr. Es war einfach immer mehr liegend. Ich fand das Shooting jetzt auch mit dir einfach wunderbar. Da waren wir unter uns, haben wir so ein bisschen Stress rausnehmen, nochmal kurz so die Ruhe vor dem Sturm, sage ich mal. Dann quasi zurück, ab in die Kirche. Also ich weiß noch genau, ich bin morgens aufgestanden und habe gedacht, naja, jetzt fahrst du mal zu deinen Eltern, ziehst dich mal an. Dann habe ich auf die Uhr geguckt und gedacht, naja, jetzt, da hatten wir uns dann schon gesehen, da war das schon rum, da waren wir quasi dann auf dem Zwischenweg zum Fotoshooting. Da dachte ich, naja gut, jetzt gucken wir mal, dann wie lange bis zur Kirche. Dann war gefühlt die Zeit weg und es war quasi Kirche. Dann war genauso, als ich da vorne stand, du warst schon nicht drin, habe ich mich schon danach gesehen, dass die Kirche rum ist, oder beziehungsweise du bei mir bist. Weil dieses allein davon herumstehen war, dann schon sehr... Du hast schon eine Weile gewartet. Genau, war ich dann schon sehr angespannt, aber das war quasi auch dann so, und dann war die Kirche schon vorbei. Dann war genauso nochmal so, dann waren wir schon an der Location,
Und dann gefühlt. Wobei man aber sagen muss, die Fahrt zur Location, wo wir im Auto geguckt sind, zu zweit, haben wir auch noch gesagt, jetzt mal geschwind Luft holen. Weil das einfach so viel war, mit den alle Leuten gratuliert und die ganzen Emotionen. Und ich sag mal, klar, sagen viele auch, so weit zur Location fahren, aber gerade das Stündle im Auto sind wir da geguckt und haben gedacht, so, jetzt einmal Luft holen. Geht es dann nachher weiter? Das hat bei uns schon mal ganz schön die Ruhe reingebracht. Oh. Und dann nochmal ein bisschen Energie sammeln für die Feier. Ja, wahrscheinlich war das dann sogar besser, das Brautpaar-Shooting vorher zu machen, weil wenn ihr das dann während, also direkt nach der Trauung, das wäre dann zu hektisch und ihr hättet auch gar keinen Moment dann. Weil da konnte man es auch erstmal so genießen, so, jetzt, wir waren jetzt in der Kirche, jetzt sind wir ja offiziell Mann und Frau und das ist so. Ja, so erstmal so ein bisschen das verarbeite und jetzt gehen wir feiern. Ja, voll gut. Ja, echt schön. Ich nehme mal an, ihr seid in die Flitterwochen gefahren. Mit wie viel Vorlauf habt ihr das geplant? Was muss man so generell beachten? Weil wenn ihr den Flug ja schon buchen wollt im Voraus vorab, sind natürlich also auch preislich gesehen, man kann ja nicht so einen Last-Minute-Flug schnell Flitterwochen und so, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wie wer das macht, aber ich kenne auf jeden Fall keinen. Habt ihr denn den neuen Namen schon eingetragen oder wie habt ihr das dann papiermäßig geregelt? Also bei uns war es so, wir waren uns relativ schnell einig, dass wir auf jeden Fall in die Flitterwochen wollen, ja. Und dass wir die Flitterwochen auch relativ zeitnah an die Hochzeitsfeier durchziehen möchten. Man hört ja auch immer wieder, dass quasi manche Paare sagen, okay, wir machen Hochzeit und so weiter, machen dann Flitterwochen irgendwas anderes oder auch später, was ich ins Prinzip auch nicht schlecht finde. Nur wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir quasi das ganze Paket zusammenziehen wollen. Waren eigentlich dann relativ intensiv eher mit der Planung der Feierlichkeiten beschäftigt. Da lief jetzt die Hochzeitsreise eher so ein bisschen, ich sage mal, nebenher auf der Zweitspur. Und eigentlich war es dann so, als wir uns dann jetzt wirklich für unser finales Ziel entschieden haben, dass, das war glaube ich sogar, dass wir einfach ins Reiseprogramm gesagt haben, gesagt, wir wollen dahin, in dem Zeitraum, so schnell Hochzeitsreise, was können wir anbieten. Dann haben wir quasi geguckt, was in unser Budget passt und haben wir einfach so gebucht. Also es war jetzt eigentlich von dem Ganzen, wenn man so sieht, wie viel Energie man in die Überlegungen gesteckt hat und so weiter, fand ich das eher sehr spontan. Ja. Wobei sich das jetzt glücklicherweise nicht gerecht hat. Wir waren sehr zufrieden, waren eine wunderschöne Hochzeitsreise. Wir waren nicht ganz zwei Wochen weg und haben am 16. September 2017 geheiratet und final gebucht hatte ich die Flüge und Hotel im Juni, meine ich. Das war, glaube ich, im Juni. Und also quasi also circa 3 bis 4 Monate vorher. Und wir haben es relativ einfach gemacht, also sprich die Anne hat auf ihrem alten Namen, auf deinem, wie sagt man? Deinen Namen gebucht? Auf deinem alten Familiennamen quasi gebucht. Mädchenname, genau. Das hat genau. Auf ihr Mädchenname gebucht, ist mit ihrem bestehenden Reisepass geflogen und wir haben gesagt, den ganzen Papierkram quasi machen wir nach der Flitterwoche, und dann sind wir quasi entspannt. Und dann kann man auch mit voller Energie und vollem Elan auf die Behörde gehen und sagen, okay, jetzt möchte ich das ändern. Wie viel Zeit lag zwischen Hochzeit und Hochzeitsreise? Also in Wochen ungefähr? 2 Tage. Ja. Also am 16. September haben wir geheiratet, das war ein Samstag, und am darauffolgenden Montag mittags um 15:30 Uhr, glaube ich, sind wir in Frankfurt abgeflogen. Achso, okay. Weil, soweit ich weiß, mit dem Umschreiben kann man sich natürlich auch nicht ewig Zeit lassen, dann so Pass und so weiter an. Da bin ich jetzt gar nicht so fit, muss ich sagen. Da kann ich auch keine Tipps geben. Ich kann nur sagen, wir haben es so gemacht und es hat funktioniert. Ja. Aber wo da eventuelle Grenzen sind oder sonstige juristische Spielräume auskreist, da habe ich echt keine Ahnung. Was man machen kann auf jeden Fall ist, vor der Hochzeit, ich glaube, der Spielraum ist 6 bis 8 Wochen oder so, aber da müsste man nochmal nachfragen, auf dem Amt den neuen Reisepass beantragen und natürlich vorweisen, dass man heiratet. Und dann kann man den Flug auf dem neuen Namen schon buchen. Okay. Aber auch das ist kein Problem und dann ist er auch rechtzeitig da. Das kann man aber abklären, das ist eigentlich kein Problem. Also
Einzige, was ich vielleicht noch erwähnen könnte, falls das jemand interessant ist, bei uns war es so, bei der Hotelbuchung hatte ich dann Honeymoon angegeben, klar, und dann kam eine relativ freundliche Rückfrage, ob das denn möglich wäre, dass man quasi unsere Heiratsurkunde dorthin schicke. Da stand quasi der Hinweis, einfach quasi zur Prüfung intern, und sie würde sich dann, wenn man das Ganze macht, auch was Besonderes einfallen lassen. Und das fand er eigentlich auch echt cool. Ja. Also die haben dann quasi, dass wir dann mal die Bestätigung vom Standesamt hingeschickt haben, das haben sie dann schon, ich sage jetzt mal aus unserer Sicht, gebührend. Also es war für uns wirklich ein Honeymoon-Empfang. Es war jetzt nicht wirklich so, okay, da kommen jetzt halt zwei, kommt jetzt halt ein paar, sondern es war wirklich, haben sich richtig Mühe gegeben, dass sie uns empfangen quasi, wie wenn wir noch 4 Wochen wären. Und unser Kellner hat uns sogar, glaube ich, als Honeymooner auch direkt angesprochen. Also die haben sich da wirklich Mühe gegeben. Was ich jetzt sagen will damit ist, ich denke, wenn man das dann, sag mal so, untermauert mit so einem Dokument, dass das dann, das ist mir schwarz unterfallen, so dass die Hotels dann schon bestrebt sind, quasi das auch entsprechend gut umzusetzen. Okay, cool. Ich denke, das ist auch nochmal ein schöner Tipp. Wo wart ihr? Also, wo seid ihr hingeflogen? Final sind wir auf die Malediven geflogen. Genau. Schön. Echt schön. Ja, cool. Gab es generell irgendwie mal Streitigkeiten eigentlich bei euch? Das habe ich euch gar nicht gefragt. Irgendwie mal während der Planung oder? Ja gut, ein bisschen zanken tut man schon einmal. Aber ansonsten. Finde ich jetzt eigentlich nicht. Finde ich jetzt echt nicht. Konstruktiv austauschen. Ja. Fand jetzt eigentlich echt, dass es relativ harmonisch ablief. Bei uns war das war so ein bisschen ein Selbstläufer, sagen wir mal so, die Aufgabenverteilung, dass jetzt die Anne mehr in die Richtung dekorieren und so weiter geht, das war klar. Also ich sage mal so frei raus, welcher Mann macht das gerne freiwillig selber. ich habe mich dann halt so ein bisschen um das andere gekümmert. Also ich fand jetzt diese Aufteilung eigentlich ganz gelungen. Ich denke, das ist was, wo andere Paare vielleicht auch mit so einer klassischen Rolleaufteilung, sage ich mal, so weitermachen können. Aber prinzipiell gab es bei uns eigentlich keinen Streit. Ich glaube, das sollte man auch ein bisschen vermeiden. Gibt ja eigentlich keinen Anlass dazu. Das sollte schön der schönste Tag im Leben sein, wenn es aber sich eher gegenseitig motivieren. Und also wir hatten jetzt eigentlich die Situation, wo ich sage, oh Gott, wir müssen aneinander gerade. Okay. Und hinterher auch alles gut, nehme ich mal an. Ja. Es gibt nichts an nichts. Ja, alles perfekt. Ja, habt ihr irgendeinen Tipp, fällt euch noch irgendwas ein? Ansonsten? Ja. Traut euch. Voll gut. Ich danke euch vielmals. Schön, dass ihr da wart und euch die Zeit genommen habt. Es war wunderbar mit euch und es war echt eine Traumhochzeit. Ich kann wirklich nur allen empfehlen. Plant nach Lust und Herzenslaune und genießt den Tag einfach. Ja, es war echt war ein Traum. War richtig. War eigentlich, glaube ich, eine der wirklich schönsten Hochzeiten, wo ich begleitet. Ja, ich war auch schon ziemlich nah am Wasser gebaut. Aufgrund diverser gesanglicher Einlagen, stimmungsmäßigen Ambienten und so. War echt schön. Danke. Und ich hoffe, ihr habt die Folge genossen heute. Ich hoffe, sie war informativ. Sie hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, wie immer, schreibt mir in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Nachrichten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Girl, I know a place where the green grass grows in sunny embrace, and we can get away, girl, make our escape.